Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, muss man sehr neugierig sein. Und vor allem muss man auch bescheiden sein, denn man weiss viel weniger, als man annimmt. Die Weisheiten von gestern sind Probleme von morgen, sagt man sehr oft. Und im Spitzensport ist das immer so. Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Ja, jede Minute ist anders. Breakball in oder draussen, Ass oder Doppelfehler. Alles ist immer neu und muss sich immer anpassen. Das ist nicht für alle, aber das ist für mich. Es ist selten, dass man das Privileg hat, mit Menschen zu arbeiten, die ihre Grenzen nicht nur ausloten wollen, sondern sie wollen verschieben. Man ist da in einem Bereich, wo man normalerweise in einem Job nicht hinkommt. Das ist sehr speziell, das ist ein Abenteuer, das ist spannend, genau das Richtige für mich. Das Beste an diesem Job ist, dass man nicht mit irgendwelchen toten Sachen arbeiten, sondern mit Menschen. Menschen, die hoch motiviert sind, besser zu werden. Und gibt es etwas Besseres, als mit Menschen zu arbeiten, die wirklich motiviert sind? Ich meine nicht. Wenn ihr wisst, was morgen ist, übermorgen ist, vielleicht auch, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt im Pensionsalter, dann macht etwas anderes. Spitzensport ist ein Abenteuer. Keiner weiss, was morgen ist, ja, keiner weiss, was die nächsten Sekunden passiert. Man muss flexibel sein, man muss sehr viel in Kauf nehmen. Es ist schwierig für die Familie, es ist ein schwieriger Lebensstil. Man hat Höhen, man hat Tiefen, es geht einem gut, es geht einem schlecht. Man muss sehr viel absorbieren können. Aber man lebt extrem intensiv. Und wenn dieser Lebensstil euch behagt, dann gibt es höchstwahrscheinlich nichts Besseres.